Gäste, tropfende Zeit, der andere Zeitbegriff. Wie viel Zeit wie wohnen gibt es? Hier und jetzt geschieht es. Hier der Schauplatz. Der Punkt, Mittelpunkt, Schwerpunkt, Standpunkt, Brennpunkt erleuchtet. Der eine Punkt in der Mitte, im Mittelpunkt, sich um die Achse drehen. Hier der Schein pures Leuchten. Pures Leuchten der eigenen Art, die Dichte, die Wärme aus der Erde. Punkt um Punkt eine Linie, die sich rundet, bis sie sich selbst trifft. Pures Leuchten der eigenen Art und die Dichte, zwei Punkte, die Wärme aus der Erde. Brennpunkte einer Ellipse. Es gibt die zwei. Hier und dort. Die zwei Punkte. Lichtsignale. Sie leuchten hinüber und herüber. Hier und jetzt geschieht es. Hier der Schauplatz, der Punkt, Mittelpunkt, der eine Punkt Schwerpunkt, in der Mitte, im Mittelpunkt, Standpunkt, Brennpunkt, erläutert. Sich um die Achse drehen. Der eine Punkt hier in der und Mitte, jetzt. Im Mittelpunkt. Sich um die Achse drehen, hier und jetzt der Schein, pures Leuchten der eigenen Art, die Dichte, die Wärme aus der Erde. Erde, Punkt um Punkt eine Punkt Linie, um Punkt. Die sich rundet, bis sie sich selbst trifft, Zirkelschlag. Hinüber und herüber, zwei Punkte, Brennpunkte einer Ellipse, ein Leuchten im elliptischen Geschehen. Hyperbella Festivo, hier soll es geschehen, elliptisches Ein Leuchten Denken. Im elliptischen Geschehen. Sich wieder und wieder erneuern im dynamischen Schwung, hier und dort. Ein Aufleuchten der Schein, der Dämmerung, der Schein in der Dämmerung. Ein Aufleuchten. Und das blaue Leuchten
mehr und mehr in der hier und dort. Es geht darum, ruhig zu werden, langsam. Langsam. Ruhig zu werden, langsam. Langsam, langsam. Langsam, langsam. Langsam. Kreise sind selten. Eigentlich eine Unmöglichkeit in der Vielfalt der sich gegenseitig beeinflussenden Phänomene. Erleuchtet. Bewegt sich etwas, auch in einem nicht relativistischen Maßstab, verändert sich der Blickwinkel aus der Achse heraus, verschwindet. Ellipse, zu Hyperbel oder sogar zu Parabel, wenn der Ereignishorizont erreicht wird. Geheimnisvolle Dinge geschehen in Zeit und Raum. Die Kreise stören sich.